Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dreamfall Chapters mit dem Gecko-Climber. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben, haben eine Entscheidung getroffen, die eigentlich keine echte Entscheidung war, weil andernfalls das Spiel zu Ende war, wie wir herausgefunden haben. Und jetzt werden wir mal gucken. Quaken die wieder über uns? Nö, warum auch? Stimmt es, dass Kapitän Bachim sein Leben geopfert hat, um euch aus der Mönchsfeste zu befreien? So. Okay, wir haben die einzige Entscheidung getroffen, die wir treffen konnten, ohne dass das Spiel beendet ist. Diese Frau führt den Widerstand der Magischen. Sie ist eine Samare. Ihrer Art bin ich nie zuvor begegnet. So. Okay. Ihr habt eure Meinung geändert. Ja, ihr habt den Weg frei gemacht. Ich musste ihn lediglich beschreiten. Es war eure Entscheidung. Kann ich mich darauf verlassen, dass ihr dabei bleibt? Ja, welche Konsequenzen das auch haben mag. Gut, gut. Ihr habt euch gut erholt, Kien. Eure Wunden waren tief. Ihr seid stark. Ihr habt mich ins Leben zurückgeholt. Ich bin immer noch nicht sicher, weshalb oder wofür. Wir hätten euch nicht gerettet, wenn wir nicht an euch glauben würden. Der Dolmari sieht das anders. Der Dolmari hat einen Namen und Liko hat seine Gründe. Vielleicht möchtet ihr mit ihm sprechen. Was, wenn er recht hat? Was, wenn ich nicht der Mann bin, für den ihr mich haltet? Das spielt keine Rolle, Kien. Ihr seid wiedergeboren worden. Ihr könnt der Mann werden, der ihr sein wollt. Nicht jeder erhält eine Chance auf Erlösung, die Schäden zu beheben, die man angerichtet hat, und seine eigene Zukunft zu gestalten. Der Kapitän sagte das Gleiche, nur mit anderen Worten. Balsai ist, er war ein Mann, der seine Meinung sagte, und das ganz offen. Ich bin nie jemandem begegnet, der so farbenfroh fluchen konnte wie er. Das war tatsächlich etwas Schönes. Aber auch er hatte eine Vergangenheit, die ihn heimsuchte. Er war euch sehr ähnlich. Bei uns erhielt er eine zweite Chance, eine Wiedergeburt, eine Gelegenheit zur Erlösung, seine Sünden zu sühnen. Und das tat er. Mhm. Vorerst kann ich hier mehr bewirken als irgendwo sonst. Ich stecke zwischen den Welten und bin Teil von keiner. Ich gehöre nicht hierhin. Ich gehöre nirgendwo hin. Ja, gemäß unserer Art und Weise, wie wir das Spiel spielen wollen, müssen wir das hier nehmen. Ich könnte euch enttäuschen. Ich glaube an euch. Erzählt mir nichts vom Glauben, Hirtin. Glaube ist alles. Glaube kann in die Irre führen. Blinder Glaube, ja. Aber Glaube kann auch zurück ins Leben führen. Wir werden euch helfen, eure Augen zu öffnen. Kien, würdet ihr eure Geschichte mit mir teilen? Ich habe nur Bruchstücke gehört, Gerüchte. Es steckt sicher mehr dahinter. Sie hat mich gerettet und mir eine zweite Chance auf das Leben verschafft. Sie glaubt an mich, obwohl ich alle Hoffnung aufgegeben hatte. Wenn jemand die ganze Geschichte verdient hat, dann sie. Ich glaube, das haben wir das letzte Mal auch schon gemacht, aber wir sind natürlich egoistisch und haben keine Lust zu reden. Ich möchte die Vergangenheit hinter mir lassen. Ich erinnere mich daran, das genügt vorerst. Sie meint es gut und ich werde nichts vor ihr verbergen. Aber bis ich den Weg vorankenne, schaue ich nicht zurück. Ist nicht böse gemeint, Hirtin, aber ich will mich auf die Gegenwart konzentrieren, auf die Zukunft. Auf das, was ich tun muss, um dem Widerstand zu helfen. Natürlich. Ich danke euch. Wenn ihr mit den anderen gesprochen habt und bereit seid aufzubrechen, kommt wieder zu mir. So, jetzt müssen wir mit den anderen Rebellen sprechen. Enu, Liko, Chakai und dem einsblinden Bob. So, mit wem fangen wir denn an? Eine junge Sid. In Asadia gab es ein genau, paar, welchen aber Zug sie ich jetzt gejagt machen würde. Tiere. Was wirst du machen, Ozak? Nein, sag's mir nicht. Ich glaube, ich... Hallo. Na? Ihr seid also der Neue, was? Freut mich, dass ihr euch umentschieden habt. Der Widerstand braucht mehr Leute.
Ich verstehe diese ganze Nicht-gleich-drauf-anspringen-Sache. Ich bin ganz genauso. Ich kann mich nie zu irgendwas, durchringen. Ich auch nicht. Also, ich bin Enu. Eigentlich heiße ich Enu Marsantia, Kind des Zwielichts, Tochter von Teamar und... Und mein Vater würde mich umbringen, wenn er wüsste, dass ich Enu statt meines vollen Namens verwende, wie es ein richtiger Sith tut. Aber er ist nicht hier. Also, hallo, ich bin Enu. Ihr seid Kian. Tja, der braucht man eigentlich auch nicht wirklich viel zu sagen. Ich kann diesen Leuten ein Gespräch nicht verweigern, jetzt wo ich Teil ihres Widerstands sein soll. Das Mädchen verdient eine Antwort. Nö. Ich weiß, dass ich lernen muss, mit diesen Leuten zu reden. Mit den Magischen. Ich wünschte bloß, ich fände sie nicht so unangenehm. Ja, also so unangenehm finde ich sie jetzt ja nicht, aber eher schon. Gut, also, Asari, was? Das ist schön. Bin nie bei Ihnen gewesen. Ist es nett dort? Ich habe gehört, es soll nett sein. Wenn Sie nicht, ihr wisst schon, Krieg führen und Magische ermorden. Aha. Das ist alles, was sie von Asadia weiß. Vielleicht ist es nicht so überraschend. Diese Leute sehen nur Soldaten, Eroberer und Besatzer, geführt von Verbrechern. Es liegt in meiner Verantwortung, dass unsere Geschichte vollständig erzählt wird. Oder? Erobern und morden. Mhm. So sieht sie mein Volk also. Als ob die Sith kein Blut an ihren Händen hätten. Könnte sie Asadia so sehen, wie ich es sehe, dann wüsste sie, dass es noch viel mehr gibt. Aber welchen Sinn hätte es, wenn ich versuchen würde, sie zu überzeugen? Tja, ihr wisst, was wir nehmen. Wir sind böse. Haben wir ja so festgelegt. Was wollt ihr? Ich wollte mich euch bloß, ihr wisst schon, mal präsentieren. Mich vorstellen, euch. Nicht mich präsentieren, das ist ja... Das ist unangebracht, Tochter von Teamar. Ach, tut mir leid. Ich vermassle das gerade, nicht wahr? Sie versucht ihr Bestes, trotz ihrer Vorurteile, trotz der Art, wie wir Asadi sie und ihr Volk behandelt haben, ist sie willens, mir eine Chance zu geben. Sie versucht es zu sehr und schafft es nicht. Ich weiß nicht, warum sie sich überhaupt bemüht. Es ist ja nicht so, dass wir je auf einen Nenner kommen oder gar Freunde werden würden. Ich bin mir nicht sicher, warum ihr überhaupt mit mir redet. Weil wir zusammenarbeiten und da dachte ich mir, hey Eno, du solltest dich bemühen, den Neuen kennenzulernen. Deswegen. Und, oh, außerdem, weil ich nie zuvor wirklich mit einem Asadi gesprochen habe. Nicht richtig. Und das möchte ich. Ich möchte etwas über euch und euer Volk erfahren. Nicht nur über diese, wütende und völkermörderische Seite. Üblicherweise verlaufen meine Gespräche mit Asadi so. Tut mir leid, ja, ich bin gelb und behaart, aber ich trage keine Waffen und ich bin keine Terroristin. Und bitte bringt mich nicht um. Geh weiter, dreckige Magische. Sowas halt. Das hier ist besser. Ihr habt noch keinmal dreckige Magische gesagt. Und das ist gut. Ich betrachte das als gutes Zeichen. Ich bin nicht wie Sie. Nein, ich weiß. Aber wisst ihr, Kultur, Erziehung, alte Vorurteile... Nehmt zum Beispiel Liko. Er ist nicht so leicht fähig, über diese ganze Ich-hasse-die-Asadi-Sache hinwegzukommen. Ich werde mit ihm reden. Unter vier Augen. Oh, aha. Vier Augen. Verstanden. Ich werde nicht nachbohren. Versuche mich zu zügeln. Meine Neugier. In seinem Fall wahrscheinlich dann eher drei Augen, aber gut, okay, das ist wieder was anderes. Langsam werde ich warm mit ihr. Sie ist nicht halb so nervig, wie es zunächst den Anschein hatte. Und dass ich unter Magischen bin, damit muss ich irgendwann klarkommen. Warum also nicht bei ihr anfangen? So übel ist sie gar nicht. Langsam werde ich warm mit ihr. Aber genug ist genug. Ja. Ich muss mich auf die Mission heute Abend vorbereiten. Oh, ja, klar, natürlich. Ich halte euch davon ab, von der Vorbereitung, der ich mich auch widmen sollte, da ich... Ihr wisst schon, ebenfalls Mission angehe. Missionen? Wir reden ein andermal, Tochter von... Enu, einfach nur Enu. Die ganze Tochter von Blablabla-Sache, die versuche ich hier zu vermeiden. Würde nur den Anschein erwecken, als wollte ich mich aufspielen. So bin ich nicht. Ich bin ein Bauernmädchen. Geboren und erzogen, um eine Bauersfrau zu werden, die kleine Sittlinge aufzieht. Aber ja, nee, so ist es nicht gekommen.
Also einfach Eno. Genug davon. Ja, wir müssen Vorbereitung treffen. Jetzt. Tut mir leid, ich quassle euch hier völlig zu. Dabei wollte ich nur mal Hallo sagen und dann blöck. Also, Hallo. Und hey, viel Glück heute Abend. Naja, ich werde mit euch kommen, aber trotzdem. Schluss jetzt. Go. Tja, das ist Enu. So, dann haben wir noch den hier. Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe gehört, dass unsere Körbe leer sind. Bis auf dieses schreckliche Fladenbrot. Ein schlechtes Frühstück. Kien Alvane. Soldat, Apostel, Assassine. Oh, da kennt uns jemand. Dich habe ich mir größer vorgestellt. Freut mich zu sehen, dass du mit den Fiesematenten aufgehört und das Richtige getan hast. Wir haben keine Zeit für wankelmütige Weicheier. Gibt so viel zu tun und zu wenige von uns sind übrig. Wir brauchen hier echte Hingabe, ja? Und die kann ich in deinen Augen sehen. Jep, da brennt ein Feuer. Du passt schon, denke ich. Ach, egal. Willkommen bei der Bewegung zur Befreiung Mercurias und des Nordlands. Willkommen beim verdammten Widerstand. Wie geht's deinem Rücken, hm? Die Kräuter haben geholfen. Tja, sie versteht ihr Handwerk, unsere Sitmari-Sanitäterin. Und sie war besorgt um dich. Hat bei dir gesessen, bis dein Fieber weg war. Ist dir nie von der Seite gewichen. Ich würde ja sagen, sie hat sich in dich verguckt. Aber das war es nicht. Eher als hätte sie... Als hätte sie eine Schuld beglichen. Ich bin der General, ja? Hab das Sagen hier. Wenn du ein Problem mit der Logistik hast, kommst du zu mir. Deine Koje ist nicht hart oder weich genug. Der General ist dein Mann. Unzufrieden mit den Rationen? Geh zum General. Na, vielleicht ist das nicht so wichtig wie das Abfangen von Kommuniqués oder Anschläge auf die Asadi. Aber hier läuft auch nichts von selbst. Irgendwelche Fragen, Soldat? Ich weiß nichts über diesen Ort, wo ich essen oder schlafen werde. Er dürfte der richtige Mann für diese Fragen sein. Mhm. Ich habe das Gefühl, diesen Mann schon mal gesehen zu haben. Er trug keine Uniform und war kein General. Aber seine Stimme und sein Gesicht. Aber ich glaube, wir sind fertig. Ich bin sicher, nach der Mission heute Nacht ist noch genug Zeit, um mehr über die Enklave zu erfahren. Nein, mir, Herr General. Gut, weitermachen. Oh, und Jungchen, mach uns stolz, verdammt. So, die Eno und der einsblinde Bob haben wir. Jetzt müssen wir auch den. Den anderen noch finden. Wen haben wir denn hier? Das sind nochmal zwei normale. Der Widerstand. Vor einem Jahr noch habe ich sie bekämpft. Heute bin ich einer von ihnen. Das ist der andere. Dieser da ist besser gekleidet als die meisten anderen Rebellen. Er passt nicht so ganz zu ihnen. Hoi, Alvane da. Es ist eine Ehre, eure Augen zu erblicken. Da ist denn Asadi ein Ehrentitel und Hoi ein üblicher Gruß. Er muss mit Asadi zu tun gehabt haben oder er hat Sprache und Gebräuche studiert. Wenn er mir etwas zu sagen hat, wird er das schon tun. Ich möchte mich entschuldigen, falls meine Aussprache nicht korrekt war. Über die Jahre habe ich ein paar Wörter und Redewendungen aufgeschnappt, während ich mit eurem mit den Asadi Geschäfte machte. Bis die Taverne meiner Tante geschlossen und sie selbst verhaftet wurde. Bis ich erfuhr, was wirklich geschah. Ihr wart an dieser Razzia beteiligt. Im Journeyman Inn. Benrim Salmon ist die Schwester meiner Mutter. Sie hat mich nach dem Tod meiner Mutter aufgezogen. Ich habe ihren Nachnamen angenommen. Ich bin Jakai. Aha. Ich habe Befehle befolgt, als ich seine Tante verhaftet habe. Aber das spricht mich nicht von der Verantwortung frei. Ich habe seine Tante verhaftet, aber eine Entschuldigung würde daran nichts ändern. So, wir sind wieder mal unhöflich. Nicht, dass ich euch die Schuld geben würde da.
Und meine Tante tut das auch nicht. Es war sogar ihre Idee, euch zum Ausbruch zu verhelfen. Sie weiß, was wir an euch haben. Nachdem der Aufseher der Mönchsfeste getötet worden war, entschied sich die Stadtwache leider, ein Exempel an ihr zu statuieren. Ein Kopf für einen Kopf, so in der Art. Um zu zeigen, was geschieht, wenn wir uns wehren. Aber ich bin sicher, wir werden einen Weg finden, sie zu retten. Sie ist schon ewig hier und hat Schlimmeres überlebt. Sie darf nicht. Sie wird nicht hingerichtet werden. Ich weiß es einfach. Wir holen sie aus Kaltenstein raus, mit welchen Mitteln auch immer. Bevor es zu spät ist. Es tut mir leid, dass ich euch das alles erzähle da. So, was wollen wir jetzt? Aufseher Morin hat bekommen, was er verdiente. Und ich konnte nicht wissen, dass meine Tat hierzu führen würde. Aber ich schulde diesem Mann die Wahrheit. Nein, tun wir nicht. Ich habe einen Racheakt verübt. Aber ihm die Wahrheit zu sagen, wird das Leben seiner Tante nicht retten. Und wenn ich heute vor derselben Entscheidung stünde, würde ich anders handeln? Nein, der hier nicht. Was haben wir denn hier? Aufseher Morin hat bekommen. Wir übergehen. Gucken wir mal, was passiert. Es besteht keine Notwendigkeit für Da. Ihr könnt mich Kien nennen. Kien. In Ordnung. Ich bin Jakai. Tut mir leid, das habe ich ja schon gesagt. Wisst ihr, ich bin erst vor weniger als einem Jahr zum Widerstand gestoßen. Davor war ich Geschäftsmann und meine Kunden waren vorwiegend Asadi. So. Er will mir offenbar seine Geschichte erzählen. Das sollte ich ihn tun lassen. Ich habe jetzt keine Zeit, mir seine Geschichte anzuhören. Jo. Ich muss mich für die Mission heute Abend bereit machen. Oh, natürlich. Tut mir leid, dass ich so viel gequasselt habe. Ich freue mich nur, euch bei uns zu haben. Hoffentlich können wir bald zusammenarbeiten. Meine Unterstützung habt ihr, Alvane, da. Ich meine Kien. Und viel Glück heute Abend da draußen. Kien, bevor ihr geht, gibt es da noch eine letzte Sache. Falls ihr irgendwas von meiner Tante hört, von Benrim Salmon, falls es irgendeinen Weg gibt, sie aus Kaltenstein rauszukriegen, bevor... Na, ihr wisst schon. Ich werde Augen und Ohren offen halten, Jakai. Versprochen. Vielen Dank. Sie ist alles, was ich noch an Familie habe auf dieser Welt. Ich will sie nicht verlieren. Ich bitte euch nur darum zu helfen, so gut ihr könnt. So, dann fehlt eigentlich nur noch der Liko. So, und dann werden wir mal schauen. War der nicht hier irgendwie, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe? Nö, da ist er nicht. Dann gucken wir uns nochmal geschwind hier draußen um. Vielleicht ist er ja da hinten irgendwo in der Ecke gelandet. Da ist er, in der dunklen Ecke, wo er uns dann umbringen könnte. Der Apostel hat sich also endlich erhoben. Eine Schande, dass das Fieber euch nicht getötet hat. Wir wären alle besser dran. Eine noch größere Schande, dass ein guter Mann sterben musste, damit ihr leben könnt. Ja, ganz gleich unter welchen Umständen. Ich werde niemals zulassen, dass jemand so mit mir spricht. Er hasst mich, und warum sollte er das auch nicht? Sein Volk hat meinem Leid und Tod gebracht, und wir haben es doppelt vergolten. Wir werden immer Feinde sein. Nein, wir werden... Ganz gleich unter welchen Umständen. Genau. Hütet eure Zunge, Dolmari. Oder was, Apostel? Ihr ermordet mich, meine Familie, mein ganzes Volk? Ach ja, ihr seid ein Asadi. Völkermord liegt euch im Blut. Wie ihr stamme ich aus dem Westen, von dem großen Kontinent, den wir in Tikva Abar nennen. Land der untergehenden Sonne. Der Ort, den euer Volk Mihanmir nannte und dann Asadir. Als ob er durch die Besatzung in euren Besitz übergegangen wäre. Ihr gehört den Asad-Dolmari-Stämmen an. Ich bin einer der Dol Entiqua, der West-Dolmari, der ersten meines Volkes. Und ja, wir sind uns bereits begegnet, Apostel Alvane. So. Er muss sich irren. Mir kam vorhin irgendetwas an ihm bekannt vor, aber ich habe versucht, mich daran zu erinnern und... Wie könnte das sein? Ich glaube nicht, dass er lügt, aber wo könnten wir uns begegnet sein? Ich habe nicht viel Zeit im Nordland verbracht, bevor ich in die Feste geworfen wurde, und die einzigen Dolmari, denen ich in Asadir begegnet bin, waren verurteilte Häftlinge oder Gegner im Kampf.
Keiner von ihnen hat den nächsten Tag erlebt. Er versucht, mich zu verhöhnen. Wir sind uns nie begegnet und er hat keinen Grund, mich persönlich zu hassen. Er hasst mich, weil ich ein Asadi bin. Ich mag die Dolmari auch nicht. Sie haben versucht, uns zu vernichten, bevor wir den Spieß umgedreht haben. Tja, wir sind wie immer böse, selbstsüchtig und gehen weg. Mir reicht es jetzt damit. Ihr habt meinen Vater vor meinen Augen ermordet. Hätte meine Mutter mich nicht zurückgehalten, dann hätte ich euch die Kehle rausgerissen. Und keiner von uns wäre heute hier. Wir standen einander noch einmal gegenüber, Jahre später. Aber daran erinnert ihr euch sicher auch nicht. Was bedeutet schließlich schon ein weiterer dreckiger Magischer? Ihr habt mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und eines Tages, schon bald, mache ich euch zunichte. Ich habe der Hirtin geschworen, dass ich meinen persönlichen Groll beiseite stelle. Vorerst. Im Gegensatz zu euch halte ich meine Eide. Aber wenn ich je Verdacht schöpfe, dass ihr vorhabt, uns zu hintergehen, so wie ihr die euren hintergangen habt, dann werde ich nicht zögern. Ich werde euch töten. Und sobald dieser Krieg vorbei ist, begleiche ich die Rechnung. Ihr werdet für den Tod meines Vaters bezahlen, für den Kummer meiner Mutter und das Leid meines Volkes. Merkt euch meine Worte, Schlechter. Eure Tage sind gezählt. Beim Licht der Göttin. Tja. Gut, dann sind wir soweit durch. Erhalte deine Mission von der Hirtin. Das wird man dann auch in der nächsten Folge tun. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!